Also Wilhelm, wir hatten gestern miteinander eine super Tour, sind in Milano gestartet und was ich gestern gesehen habe, ist, wie viel Begeisterung du gestern hattest, diesen 328 zu fahren. Also irgendwie war das Grinsen nicht aus deinem Gesicht rauszukriegen. Ja. Also viele Punkte, muss man ehrlich sagen. Ein Deutscher in Italien ist ja immer was Besonderes. Wenn man dann in Mailand mit Polizeieskorte durch den Verkehr in einem alten Rennfahrzeug fährt, also wem das Herz hier nicht aufgeht, ich glaube, der muss zum Onkel Doktor gehen. Definitiv. Eine super Tour hatten wir da. Was mich natürlich besonders gefreut hat, war unser ausführliches Gespräch, was wir im Auto hatten. Auch über unsere Zusammenarbeit natürlich, was mich sehr freut. Aber auch über die Uhren, über die wir alle sprechen konnten, war eine Wohltat. Und es ist wirklich, man sieht auch, dass nicht nur das Auto deine Passion ist, sondern definitiv auch die Uhren. Ja? Also ich kann es nicht anders sagen. Und ich finde immer wieder schön, und das ist ja auch der Grund, warum wir Concorde Eleganza haben, uns auch auf das fokussieren. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Parallelen es doch wenigstens bei diesen alten Autos und unseren Uhren gibt. Und das ist mir gestern wieder aufgefallen bei ganz vielen Möglichkeiten, wenn auch manchmal komplett anders. Also bei diesem Auto, das ich da gefahren bin, war alles dran gelegt, es möglichst leicht zu halten. Richtig. Wir sind relativ stolz, dass unsere Uhren ein gewisses Gewicht haben. Also eigentlich das Gegenteil, aber arbeiten mit Haptik, arbeiten mit Material, das ist, glaube ich, das, was beide ganz gut verbindet. Was ich sehr schön fand, war, wir hatten ja Pre-War-Rennwagen dabei, auch mit dem, den wir gefahren sind. Und bei diesen Autos sieht man ja die Technik super. und fühlt sie. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir den Glasboden der Uhren anschaue, ja, und dann da reinschauen kann und so ein Uhrwerk sieht, das ist einfach schön zu sehen, wie Mechanik arbeitet. Ja? Sowohl an einem Auto als auch an der Uhr. Und das kann man eigentlich nur genießen. Ich fand, der eine Punkt hatte eine tolle Beschreibung von Handwerkskunst oder auch von wirklich Craftsmanship. Das ist immer schwer, das Wort im Englischen. Da ging es darum, wie man Blech formt. Ja. Und ich hab's gesehen. Die große Kunst war eben, und das ist das, was er so toll rübergebracht hat, dieses Material ist 0,8 mm dick. Und wenn es geformt ist, ist es nicht wesentlich dünner. Mhm. Weil wenn es zu dünn wird, bröselt es. Wenn es zu dick ist, sieht nichts aus. Und diese Kunst mit Minimalmaterial, das flach ist, anschließend eine wunderbare Form hinzukriegen, das ist genau das, was mich an meine Uhrmacher erinnert. Ja, das war sehr bemerkenswert. Also die bauen ja nicht nur neue Autos, sondern sie restaurieren auch. Ja. Und ich glaube, gerade bei dem Reconstruction, die oft machen, gerade im Aluminiumbereich, schon sehr interessant zu sehen, wie die da arbeiten und wie viel Sorgfalt da drin liegt. Und wie gesagt, das ist das Schöne an der Tour gestern, nicht nur die Faszination für Italien, für tolle Autos, für uns beide für schöne Uhren, aber ich habe auch einige andere Teilnehmer mit sehr schönen Uhren gesehen, sondern auch, wie es gemacht, wie es erhalten wird und wie es in die Zukunft transferiert wird. Das war gestern für mich die Quintessenz dieser ganzen Tour und dieses Tages.